Heute besprechen wir, wie man sich kopfüber in die Anderswelt stürzt. Mysterien, Mindfuck und Magie. Folgt uns in die Zwischenwelt. Unser großes Überthema in diesen Monaten ist ja die Kommunikation und der Kontakt mit der Anderswelt. Und heute stellen wir ein sehr klassisches, sehr machtvolles Ritual vor, das diesem Kontakt vorangehen kann. Den Akephalos oder den Headless Rite. Genau. Eine Sache, die man in der westlichen Magie kennt seit der Antike? Ja und nein. Also quasi. Sie war in der Antike bekannt und genau. Ist dann wieder ausgegraben worden, 1852, sagen wir genau. So. Es kommt aus den griechischen Zauberpapyri, wie heißt es auf Latein? Papyri Graeco Magicae, PGM auch abgekürzt. Und das sind auf Papyrusrollen gefundene, teilweise relativ schlecht erhaltene magische Zauber, also so wie eine Art magisches Tagebuch von ein oder mehreren Wandermagiern. Leben. Genau, in Ägypten gefunden worden. Die Sprache ist es teilweise koptisch oder altgriechisch. Demotisch ist es, so Entschuldigung. Und da gab's, also man hat ja in der, sagen wir so, in der moderneren Magie, so 17., 18., 19. Jahrhundert, so gerade mit dem Golden Dawn und dem OTO rund, und dann auch rund um Aleister Crowley, so ein bisschen so die ägyptische Magie versucht zu erfinden. Oder so, wie könnte es damals gewesen sein? Hat sich da so ein bisschen an der Mythologie orientiert, aber hatte nicht wirklich gute Grundlagen. Und erst in den letzten 20, 30 Jahren ist da wirklich neue Forschung herausgekommen, aber eben die griechischen Zauberpapyri wurden schon in Bruchstücken übersetzt und enthalten eigentlich ein relativ nahe Original oder so nahe am Original wie möglich Magie aus der Zeit Ägyptens. Und eins davon ist eben dieser sogenannte Headless Rite, der kopflose Ritus, bei Crowley auch der Bornless Rite genannt. Der Ungeborene. Ich mag den Ausdruck Akephalos sehr, sehr gern, eben wörtlich kopfloser. Und das ist eine Zeremonie, die nicht sehr lang braucht, mit der man sich erhebt über die sublunare Welt, so wird es genannt, so, und sich sozusagen aus der Einflusssphäre der Gestirne und der Dämonen und so weiter erhebt. Also es ist zumindest es gibt mehrere Sichtweisen darauf, das wird dann im Laufe der Folge noch ein bisschen, werden wir das besprechen. Es gibt natürlich unterschiedliche Interpretationen, es gibt teilweise ein bisschen andere Übersetzungen, Deutungen, aber so eigentlich so der aktuelle Grundkonsens der Forschung ist, es handelt sich um einen Exorzismus. Sagt Dr. Skinner. Zum Beispiel. Es handelt sich um einen Exorzismus, aber nicht unbedingt nur im Sinn eines, wie man sich so einen Exorzismus vorstellt, so irgendein böser Geist, sondern so ägyptische Magie, die ja sehr viel mit den Gestirnen, mit den Sternbildern, mit den Dekanen und so weiter, mit den Planetenspirits zu tun hat, also gerade die 7 Hauptplaneten, Sonne, Mond und dann Mars, Merkur, Jupiter, Venus und Saturn sind so die 7 Gestirne, die das Schicksal der Welt gestalten und die alle auch einen eher durchaus negativen Einfluss auf einen haben und von denen man ausgeliefert ist zu einem gewissen Grad. Man kann sich nur quasi so möglichst gut sich mit ihnen möglichst gut stellen und das Timing möglichst gut planen, aber so wirklich, wirklich cool ist es selten. Und das ist eben ein Exorzismus, sich aus deren Einfluss zu befreien, sozusagen. Genau, so quasi aus diesen Planetengestirnen herauszuheben, wie du richtig gesagt hast. Das ist eine erweiterte Deutung dieses, es ist einmal grundsätzlich ein Exorzismus und ein, wenn man sich das Ritual durchliest und anschaut, eine Art Initiationsprozess und eine Art Initiationsritual. Selbstinitiation auch. Nämlich. Also man ermächtigt sich mit diesem Ritual dazu, dass man eben sich von diesem Einfluss befreit. Ja. Prinzipiell kann man dieses Ritual immer durchführen.
Wir werden aus astrologischen Gründen das im Zeitraum von 11. bis 20. Juni herum so angehen. Also so unmittelbar vor der Sommersonnenwende. Und wollen euch deswegen jetzt schon einmal erklären, was man dafür braucht und ein paar Tipps geben, wenn ihr auch Lust habt, das mitzumachen, um euch darauf vorbereiten zu können. Mhm. Natürlich, wenn jemand dieses Video dann später einmal sieht, wie gesagt, man kann sich's immer anschauen, man kann es immer durchführen. Es gibt Magier, die haben das regelmäßig gemacht. Also ich glaube, Crowley hat das, ich weiß nicht, 7-mal am Tag über Jahre, ob das so ist. Und über das werden wir dann alles genau, machen. Genau, Jake Stratton Kent hat das auch im Zuge der Abramelin-Operation kann man das, also ist das eine gute Ergänzung sozusagen, aber da kommen wir dann noch drauf. Mhm. Ganz kurz noch, es geht um die Anderswelt. Es ist eben auch ein potenzieller Türöffner oder ein Hindernisse aus dem Weg, ein Ritual, das Hindernisse aus dem Weg räumen kann. Es ist so ein bisschen, also wir werden uns hauptsächlich an Gordon White orientieren, der das im The Chaos Protocols beschreibt. Also das wird so der Ausgangspunkt für das sein, wie wir das, es gibt andere Versionen und so weiter, aber das wird so die Hauptversion sein, über die wir sprechen werden. Und es ist so quasi die Tür in die Anderswelt auftreten und dort eine Leuchtrakete abschießen, so ich bin jetzt hier. Und ich verlange Aufmerksamkeit. Mit allen potenziellen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Also es ist jetzt nicht unbedingt jedem zu empfehlen, aber wenn man schon Kontakt mit der Anderswelt aufnimmt, dann kann man es gleich gescheit machen. Also Gordon schreibt so, das Geringste, was passieren wird, ist, dass deine Träume sehr viel interessanter werden. Das ist so das Geringste. Das kann sehr positive Auswirkungen haben. Es kann auch halt sein, ja, wenn man bei der Anderswelt anläutet, kann es halt... Je nachdem, wer da gerade aufmacht. Aber es gibt grundsätzlich schon ein paar Dinge, die man beachten kann, dass das von der Grundidee tendenziell eben ein Wegöffner ist und die Folgen daraus und dieses Erheben eben aus diesen Sphären und es ist eine Art Schutzritual, also auf eine gewisse Art und Weise kann man es als eine Art Schutzritual sehen sozusagen. Also es geht schon grundsätzlich... Und man erklärt Richtung. Sich selber eben als Magier, der jetzt bereit ist, auch mit seinen Konsequenzen zu leben und da auch zu sagen. Und ja, es das macht definitiv was. So, das ist so ungefähr grob die Geschichte. Es geht darum, so die Vorstellung ist, Headless eben seinen Kopf zu verlieren, weil man ihn in die Anderswelt steckt und er dann einfach nicht mehr sichtbar ist. Oder, aber es ist ein mythologisches Motiv, das sich, ich weiß nicht, durch wie viele Geschichten zieht, von abgeschlagenen Köpfen, von Reitern, die ihren Kopf unterm Arm tragen, von legendären Königen, die noch Jahrzehnte nach ihrem Tod, wo nur der Kopf da ist und noch spricht und prophezeit. Und, also das ist... Es gab auch mal so einen Piraten in Deutschland, was ist das? Störtebeck, ja, genau. Der dann noch als Kopfloser an den Reihen seiner Mannschaft vorbeigelaufen ist, diese Sage oder Legende. An so vielen, wie er vorbeilaufen konnte, die werden hat befreit, er gerettet ja. damit, ja, genau. So, ich stelle mir das immer vor, wie ein Hund, das geköpft worden ist, dass dann noch so weit rennt. Aber dieses Motiv, das findet sich auch in Göbekli Tepe, also das ist, und auch eben auch so generell so in nennen wir es mal schamanischen Kulturen, dieses zerstückelt werden, neu zusammengesetzt werden. Also es sind so Motive, die sich so in der Magie immer wieder finden. Im Kontext dieses Headless Rites, es gibt mehrere Interpretationen, es ist ziemlich sicher Osiris und der dann auch den Abstieg in die Unterwelt und dann das Heraufkommen wieder repräsentiert oder dass diese Reise antritt sozusagen. Und es wird mit dem Sternbild Orion assoziiert. Der Jäger, das, ich glaube, mein Lieblingssternbild, dieses riesengroß, das bei uns nur im Winter zu sehen ist. Und dem fehlt eben auch ein Kopf. Der breitet seine Arme aus und man kennt eben seinen Gürtel und das Schwertgehänge und so. Und also damit wird der auch assoziiert. Und der spielt dann eben auch eine Rolle. Was wir euch jetzt vorstellen, ist so, wie gesagt, eine Variante, die recht sinnvoll erscheint. Aber wie immer gibt es unterschiedliche Auslegungen und Übersetzungen. Wir haben da auch keinen Anspruch auf die Richtigkeit oder die absolute Version davon, sondern es ist ein Versuch, diese Dinge
möglichst gut zu restaurieren. Und am Ende des Tages, bei all den verschiedenen Varianten, man kann sich die nächsten 10 Jahre streiten, was jetzt die richtigere Übersetzung ist oder wie man es jetzt, ob man den Kopf in die Richtung dreht oder in die Richtung. Wir sind da sehr pragmatisch, als Magier im Zweifel ausprobieren und schauen, was passiert. Genau, genau. Angefangen hat das Ganze 1852 in der Neuzeit mit einer Übersetzung von Charles Wycliffe Goodwin. Mhm. Der hat eben diesen einen Papyrus übersetzt und danach hat es verschiedene Autoren und Magier gegeben, die sich damit beschäftigt haben. Malthus und Crowley am bekanntesten Ende des 19. Jahrhunderts. Mhm. Crowley hat es natürlich wieder abändern müssen, hat die Namen, die da angerufen werden, ersetzt durch seine eigene Sichtweise, durch seine Gottheiten. Es ist auch interessant, dass er den Headless Rite durchgeführt hat, auch bevor er das Liber Aal empfangen hat. Ja, definitiv. Also bevor ihm der Eiweiß erschienen ist in Ägypten. Also es hat definitiv Folgen gehabt, dieses Ritual. Es hat eine neue Religion gegründet damit, ja, letztlich. Telemer. Genau. Und Crowley hat aber eben den, es gibt auch so ein bisschen eine Übersetzungsschwierigkeit, oder er hat halt so ein bisschen so natürlich herumexperimentieren müssen, weil es Crowley ist. Und bei ihm kam so, wenn man das irgendwie hebräisch sieht, dann kann man das auch als den, der keinen Anfang und kein Ende hat, der nicht geboren wurde und so hat das dann. Weil Kopf auch eben Beginn heißen kann im Hebräischen und deswegen. Hebräisch. Und er hat dann den Ungeborenen genannt. Wollen wir über das reden oder wollen wir zuerst über die... Ich glaube, gehen wir mal so durch. Die altgriechische Bezeichnung Akephalos ist aber sehr eindeutig als kopflos. Ja. Mhm. Ja, und dann haben noch andere Autoren sich damit beschäftigt. Jack Stratton Kent hat ein Essay darüber veröffentlicht in den 90er Jahren. Mhm. Und jetzt eben Gordon White, Jason Miller schreibt darüber, Dr. Skinner. Mhm. Also es ist so eine bekannte Geschichte im deutschsprachigen Raum. Weniger, wobei es was spannend war. Es gibt aus den 1920er Jahren Preisendanz eine sehr gute Übersetzung oder eine sehr fachlich gute, die dann so in eine Standardübersetzung von Bates, die man so allgemein kennt, übersetzt wurde. Mhm. Gibt auch da ein paar Schwierigkeiten historisch mit den Übersetzungen, aber ja. 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 Das sind so die Quellen dazu. Genau. Was jetzt passiert ist, man bereitet eine Art von Kopfreif vor aus Stirnband, sozusagen. Ja, Stirnband ist wahrscheinlich, ja, aus Pergament, idealerweise. Wenn man, kriegt man manchmal einen Künstlerbedarf, wenn man kein Pergament kriegt, tut es auch vielleicht Papyrus oder... Im Zweifel qualitativ hochwertiges Papier. Ja, ja. Ist halt so. Ausprobieren. Und daraus formt man eben so ein Stirnband oder eben so etwas, das man sich aufsetzen kann. Man kann es sich auch einfach an die Stirn halten. Es ist nur rein Praktikabilität geschuldet, nicht sehr praktisch, wenn man die ganze Zeit irgendwo was herumhalten muss. Also spreche aus eigener Erfahrung, es lohnt sich, das Stirnband zu bauen. Vor allem, wenn man das eingesetzt hat, wird das später auch noch zu einem Amulett, also das besitzt dann auch wirklich Kräfte, die einen schützen können und so. Also das ist auch so ein Multitool dann später. Und auf dieses Band schreibt man jetzt 6 Namen mit Tinte. Es sollte aber keine rote oder braune Tinte sein. Hm. Und zwar sind es altgriechische Namen. Namen Gottes sozusagen, auch das ist nicht hundertprozentig sicher. Es ist nur das, was am ehesten sich durchgesetzt hat. Es gibt einen spannenden Blog, ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, die den schreibt, einen deutsch- und englischsprachigen Blog, subluna.space. Der oder die schreibt sehr viel über das Headless Rite, auch um die Hintergründe, und hat sich auch echt die Mühe gemacht, zu versuchen, noch eine möglicherweise noch originalere Version zu finden. Da sind diese 6 Namen komplett anders. Wir werden sie wahrscheinlich irgendwo unten einblenden, auch die Alternativen. Aber also für alles, was wir jetzt sagen, gibt es dann eine Anleitung. Die ist unten verlinkt in der Sendungsbeschreibung. Kann man sich von unserer Seite runterladen, wo alles ganz genau noch einmal aufgeschrieben ist. Vor allem dann eben die Anrufungen, die man durchführt. Mhm. Aber diese 6 Namen... Ich
Mein Griechisches, ich habe es phasenweise sehr gut geübt, aber und ich merke, im Ritualkontext schlagt meine Stimme um und ich spreche die Worte deutlich besser aus, als ich es eigentlich können dürfte. Warum auch immer, aber es ist grundsätzlich auf, Abrauf, Basim, Isaac, Sabaov, Iao. Wenn man das da hoffentlich, der Jörg wird das hier hoffentlich einblenden, dass man das so ablesen kann einmal. Ansonsten, wie gesagt, in der Beschreibung genau. Zum Download. Und das schreibt man auf dieses Pergament, möglichst so von einer Schleife ist das deutsche Wort, zur anderen. Auf der Außenseite. Und dann gibt es noch ein magisches Symbol, das ist so eine Art Spitz mit zwei Punkten, das werden wir dann auch einblenden oder unten verlinken. Das kann man dann entweder auf die Innenseite des Stirnbands schreiben oder drei Worte, also hier drei, die ersten drei Worte hinschreiben, dann da dieses Symbol und dann die anderen drei Worte oder in der Mitte da unten. Das ist relativ wurscht, glaube ich, persönlich. Ich finde es sehr schön, dass es auf der Innenseite steht, ja. Zum Beispiel. Aber ja, wie gesagt, da kann man experimentieren damit. Das ist die Vorbereitung. Genau. Und dann stellt man sich zum Ritual hin, Richtung Norden, und setzt sich das Ding auf und ruft, also dann gibt es einen Text, das ist eine Anrufung. Im Idealfall kann man das auswendig, praktisch wird man das ausgedruckt haben und ablesen. Dr. Skinner kann das garantiert auswendig. Ja, es gibt relativ viele, also es gibt einige, die sich das wirklich antun. Wir werden in unserer Beschreibung im Download zwei Varianten veröffentlichen. Einmal auf Englisch in einer Übersetzung, die Gordon White auch verwendet, die recht flüssig und gut erscheint. Und einmal auf Deutsch, wo eben auch diese anderen sechs Namen vorkommen. Und es kommen noch weitere Namen vor, und da ist es wichtig, dass die mit Emphase vorgetragen werden. Die sollen vibriert werden. Also ganz kurz, es ist so quasi eine Anrufung, die in Teilen in der jeweiligen Sprache, Deutsch, Englisch und so weiter, gelesen werden kann. Und dann gibt es altgriechische oder barbarische Namen. Barbarische Namen heißt einfach, die ergeben grundsätzlich keinen Sinn, sondern die sind magische Worte sozusagen. Und die möglichst vibrierend intonieren, getragen, kann man auch lange hinaus. Es sind sehr viele Vokale dabei, das heißt, man kann das sehr ausführlich, ausgedehnt singen, fast schon vibrierend. Und das ist eine Anrufung. Und das Spannende an dem Text ist, dass es sich gegen Ende hin ändert, dass man zum Schluss als der Kopflose spricht. Aus der Position. Und das habe ich auch, also über meine eigene Erfahrung werde ich nachher reden. So. Genau. Sprichwort. Das heißt, damit ist dann das abgeschlossen. Das ist prinzipiell schon das Akephalos-Ritual, dauert so 10 Minuten vielleicht, das ja. War's schon. Und es ist, wie gesagt, sehr, sehr kraftvoll. Gordon White schließt dann direkt daran an, noch eine Beschwörung der vier Repräsentanten, nennen wir es einmal. Himmelsrichtungen, nennen wir es möglichst neutral. So. Es gibt verschiedene Auslegungen, wer oder was das ist. Oriens, Paimon, dann noch. Ich habe es hier aufgeschrieben. Oriens, Paimon, Ariton und Amaimon. Man muss diesen Part nicht machen. Es ist magisch, meiner Meinung nach, sinnvoll, so wenn man schon die Tür aufmacht, dass man sie dann wirklich gescheit aufmacht und sich auch noch gleich quasi diese vier Könige, Herrscher dieser Himmelsrichtungen, Herrscher dieser sublunaren Spirits, es sich mit denen auch noch gut stellt. Die stehen für die vier Himmelsrichtungen dort. Zündet man dann idealerweise Räucherwerk an, schüttet, wenn man draußen im Freien ist, in den jeweiligen Himmelsrichtungen bei jeder Anrufung für den jeweiligen König vielleicht noch einen Rum aus oder stellt zumindest ein Glas hin und entsorgt den Rum im Anschluss. Vielleicht nicht im Klo, sondern geht vielleicht an eine Kreuzung und verschüttet ihn dann im Anschluss an das Ritual dann draußen. Würde sozusagen logisch Sinn ergeben, dass eben, wenn man die Tür aufmacht, sich mit denen auch noch gut stellt. Und dann kann man zum Beispiel im Anschluss noch Sigillen laden oder vielleicht noch einen Wunsch abschicken, gleich wenn man schon die Tür aufgemacht hat. Ja. Ja. Dabei wendet man sich dann entsprechend an die Himmelsrichtungen, werden wir im Text auch alles beschreiben. Ansonsten ist es im Normalfall einfach nach Norden gerichtet,
beziehungsweise an einer bestimmten Stelle dann in Richtung Orion, der eben damit assoziiert ist. Da kann man sich mit der Handy-App erkundigen, wo steht der Orion gerade. Wahrscheinlich gerade unterhalb des Horizonts, was vielleicht eh ganz gut ist, im Sinn des Abstiegs in die Unterwelt, wenn das da gleich unter dem Horizont ist. Kann man, symbolisch ganz gut. Ist sinnvoll. Wobei, ich könnte es auch nachvollziehen, wenn man es im Winter durchführt und Orion steht gerade am Himmel und der Mond ist gerade der, ja, das ist nämlich spannenderweise so, der Vollmond rund um die Wintersonnenwende ist relativ gut pro Jahr so ungefähr in der Position des Kopfes von Orion, der dann quasi auch wieder geköpft wird und hinabfällt. Herabrollt. Und dann kommt die Sonne. Und da wird es für mich auch Sinn machen, eben zu den Sternen aufzusteigen, auch die Sterne als. Also egal, ob das jetzt die Anderswelt oben oder dort unten ist, aber in beiden Fällen kann man sich da Richtung Orion orientieren. Habe ich Wintersonnenwende gesagt? Ja, oder nicht Sonnenwende? Okay. Wintersonnenwende. Und wie gesagt, wenn man das mit den vier Herrschern der Himmelsrichtungen noch anschließen möchte, werden wir extra kennzeichnen, ist nicht notwendig, aber wird Sinn ergeben, dann wendet man sich dann halt auch in diese vier Himmelsrichtungen entsprechend. Genau, und ruft dann in diese Himmelsrichtung an. Und dann ist das Ritual grundsätzlich beendet. Ja. Es dauert nicht lang, die Anrufungen sind recht kurz, es sind so kleine Absätze nur. Wichtig ist eben diese Emphase, mit der es vorgetragen wird. Und dann schaut man. Ja. Idealerweise vorher duschen vielleicht noch. Ja, man... Höflichkeit ist immer eine gute Idee und da ganz besonders. Ja, mehr Informationen zum Beispiel bei Gordon White im Chaos Protocols, über generell das Headless-Motiv auch in seinem Buch, wer auch vielleicht sich auch für die Astrologie von ägyptischer Magie und so weiter interessiert, Starships von ihm, auch brillantes Buch. Nur als relativ, es ist ein komplexes Buch, aber immer noch verhältnismäßig einfach erklärt, würde ich sagen. Und das war es schon. Die genauen Anleitungen noch einmal, wie gesagt, unten in der Beschreibung zum Download. Was hast du für Erfahrungen damit? Ich habe vorher schon gesagt. Ja, ich bin mit dem Bornless Rite von Crowley, ein guter Freund von mir aus Deutschland, der mag das Ritual sehr gerne und das ist einer von denen, der es auswendig gelernt hat, aber eben den Bornless One von Crowley, den Ungeborenen. Und ich habe mich damals nicht damit auseinandergesetzt. Ich habe halt an den Ritualen manchmal teilgenommen und es macht irgendwas, aber ich berührt. Also es ist so, wie es hätte etwas gefehlt. Aber ich hätte es nicht näher erklären können. Es war interessant, teilzunehmen, aber war jetzt nicht sehr speziell. Und eigentlich erst eben so durch diese neueren Sichtweisen, seit ich mich damit auseinandergesetzt habe und so weiter, hat es erst wirklich Sinn gemacht und eben mehr in der Originalversion macht bei mir einfach mehr Klick. Und ich habe was, so jeder Mensch hat so ein Vorlieben in der Magie oder Magie, eine Arten von Magie, die besonders gut funktionieren. Du hast so, bei dir ist es zum Beispiel keltische Magie, die dich sehr triggert. Ich habe zum Beispiel zu Ägypten überhaupt keinen Bezug an sich. Also ich war noch nie dort, vielleicht wenn ich mal vor den Pyramiden stehe, finde ich es geil, aber... Wenn du innen drinnen bist, glaubst du mir. Mag sein, aber ich habe zu Ägypten grundsätzlich null Bezug, aber ägyptische Magie, und zwar möglichst original ägyptische Magie, macht was mit mir. Die indianische Magie oder Buddhismus, also das kann ich machen. Auch Voodoo funktioniert bei mir hervorragend. Habe jetzt wenig Bezug zu Voodoo, aber ägyptische Magie triggert mich auf irgendeiner sehr tieffliegenden Ebene. Und deswegen mag ich das auch einfach. Finde ich spannend, dass es dich triggert, obwohl du keinen Bezug dazu hast. Ja, eben. Und wie ich schon gesagt habe, als ich dieses Ritual so die ersten Male gemacht habe, es ist so, als würde ich die Worte kennen. Also ich kann das jetzt, ist jetzt schwer, weil ich jetzt nicht in diesem Modus bin, ich kann nicht Altgriechisch. Aber ich habe beim ersten Mal gemerkt, es hat sich angefühlt, als würde ich, wenn ich diese Namen ausspreche, plötzlich einen Sprachfehler haben, als würde ich mich über meine eigene Zunge stolpern. Und es hat total behindert geklungen. So wie so ein Zungenbrecher. Lispeln. Ja, fast so ein Lispeln. Und dann habe ich später mir mal angehört, wie sich das im Original... Griechisch, also von einem Original, also von einem Griechen, von der Muttersprache ausgesprochen anhört und es klingt ziemlich exakt so, wie ich es ausgesprochen habe in den Ritualen. Was ich sehr weil ich hätte es nämlich eigentlich anders ausgesprochen. Und dann habe ich mir über so die eigene Zunge fast da stessen, wie man bei uns sagt, also gestolpert.
Und da hat es angefangen zu merken, oh, das macht was. Und dann gibt es einen Mittelpart, der nicht sehr viel macht. Und dann gibt es ganz am Ende so dieses I am the Headless. So, es ist fast wie wenn eine komplett andere Stimme durchfährt und spricht. Und schwer zu beschreiben. Und ich hab mehrere Varianten gemacht. Ich habe so Varianten gemacht Richtung, es gibt eine Variante, dass man sich an irgendeinem Punkt Richtung Orion dreht. Die halte ich für mich auch am stimmigsten. Ich habe es mal Richtung Sirius probiert, das ist auch eine Sichtweise, weil Sirius ja auch mit dem Neujahr, mit dem ägyptischen eine recht interessante, also das ägyptische Neujahr wird durch das Aufsteigen von Sirius über den Horizont symbolisiert, so im Juli. War auch eine interessante Erfahrung, war dasselbe Ritual, hat aber was anderes gemacht. Ich könnte es nicht genau benennen und oder das ganze Ritual immer nach Norden stehen, ist auch eine interessante Variante. Also ich würde mich wahrscheinlich weiterhin für Orion entscheiden, aber Orion immer in Richtung Norden schauen, Sirius nicht. So die zwei Varianten sind die für mich die spannendsten sind. Und was es macht, ist schwer zu sagen. Träume haben sich verändert. Ja, wie gesagt, dieses ägyptisch, also ich habe immer wieder dann, obwohl ich ja eben, ich bin jetzt kein Mensch, der oft Visionen oder solche Dinge hat, sehr stark ägyptische Bilder, Kontakte in Träumen mit Anubis kamen relativ häufig, interessanterweise. Also Dinge, die mir im normalen Alltag, bei mir poppen nicht irgendwelche Wesenheiten eigentlich so in Träumen auf, aber es war ganz stark in den Monaten, auch bei Sigillenarbeit, die haben sich fast in Hieroglyphen verwandelt und solche Geschichten. Also es war ein auf einer Ebene anklopfen, die ich kenne, wo mir bisher der Kontext gefehlt hat, und das war dann so eine. Es hat jetzt keine offensichtlichen Auswirkungen gehabt, sondern wie wenn ich irgendwas freigeschalten hätte, ein Potenzial, das jetzt darauf wartet, genutzt zu werden. Eher so würde ich es bei mich haben. Also ja, vielleicht nicht ein Leuchtfeuer in das in der Anderswelt, aber ein in der richtigen Ecke mal angeläutet. So, glaube ich. Ja. Ja. Also wir sind gespannt, was sich noch tun wird damit. Wir sind gespannt auf eure Berichte, wenn ihr Lust habt, das zu machen. Nehmt es nur bitte ernst. Das ist kein Spaß, den man sich da macht. Das macht was mit einem. Ja. Also überlegt es euch, aber wenn, sind wir sehr gespannt, was sich da tut. Schreibt es uns dann bitte. Und ja, wie gesagt, alles Weitere gibt es unten. Und ansonsten, wie immer, freuen wir uns über eure Kommentare und Fragen auf YouTube oder auf Facebook. Und ja, wie gesagt, es gibt einige spannende Podcasts auf Charm the Waters mit einem Griechen, der sich sehr damit auseinandergesetzt hat, der da interviewt wird. Ich glaube, zwei, drei lange Podcast-Sendungen, wo sie über das Headless Ride diskutieren. Subluna.space ist ein spannender Blog, der sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Und die restlichen Bücher unten ganz verlinkt. Und ganz wichtig, wir werden die zwei Ritualvarianten in der Videobeschreibung als Datei, und wahrscheinlich werden wir sie auf der Homepage auch noch irgendwie verlinken oder so. Genau. Und, ja. Alles klar? Ich hoffe, das war halbwegs rund. Nicht, dass uns irgendwie der Kopf verloren geht. Es hat jetzt noch sein. Ein schlechtes Wortspiel am Ende. Na gut. In dem Sinn, man sieht sich, es braucht ein bisschen Vorbereitung, man muss sich mal mit den Worten auseinandersetzen und einmal so ein bisschen reinspüren. Also daher auch so ein bisschen Vorlaufzeit, aber wir werden das dann so im Juni loskicken und vielleicht macht der eine oder andere mit. In dem Sinn, habe ich die Ehre. Die Welt ist magisch.